Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diagnose. Hype, was geht? Tobi, dann, wie du dir da deinen Hut da aufsetzt, es sah halt wirklich aus wie eine Platte nur, ne? Platte. Ich meine, man muss natürlich trotzdem Tobi mal beglückwünschen zum erfolgreichen Bestehen des Abiturs. Danke sehr. Ich meine, endlich habe ich das Abitur. Tobi hat jetzt die Grundschule abgeschlossen. Kindergarten ist jetzt auch durch. Ja. Haben die das nicht wirklich in den USA, dass die teilweise so nach dem Kindergarten oder so auch schon so Bachelor kriegen. Zeremonien haben? Keine Ahnung. Junge. Hast du das irgendwo bekommen? Also so sieht auf jeden Fall aus. Ja, mein Vater hat mir das geschenkt. Also ich habe es jetzt nicht in der Uni bekommen. Oder von der Uni bekommen. Ja, das hätte mich jetzt so gewundert. Einfach so eine Graduation-Zeremonie wie in Amerika an der Highschool oder so. Ich bin gespannt. Wo alle so einen Hut bekommen. Wir sollen sogar noch so eine kleine Abschlussfeier haben, aber so unter Corona irgendwie mit so zwei Leuten pro. Also ich darf noch eine Person mitnehmen und so. Bin mal gespannt, ob das was wird und wie das wird. Ja, mal schauen. Entspannt. Ja. Entspannt. Ja, wie fühlt sich das denn an? Also an die es vielleicht nicht mitbekommen haben, ich habe diese Woche mein Kolloquium gehabt und damit meinen Bachelor abgeschlossen. Ich habe natürlich bestanden. Also, was heißt natürlich, ich habe bestanden. und bin jetzt quasi Bachelor, auch wenn ich das Zeugnis noch nicht habe. Ich wurde schon mal exmatrikuliert, auch wenn ich das Zeugnis nicht habe. Nee, fühlt sich gut an. Natürlich. Das war der Täuschungsversuch, deshalb. Sorry, aber. Ja, kriegst du leider kein Zeugnis mehr, du wurdest schon hier exmatrikuliert. RIP. Ist halt bei der Bachelorarbeit abgeschrieben, ne? Ja. Kannst du revealen, was deine Endnote ist insgesamt? Nee, weil ich selber nicht weiß. Ich schätze so irgendwie so 2-2 oder sowas. Kann ich dann nochmal ein Update geben? Entspannt. Ja. Siehst ja richtig glücklich aus mit diesem Boot. Ja, geil, <war. lacht> ja ich glaube, wir haben heute in der Folge viel zu bereden. Cool, du hast aber auch ein wildes Outfit an, so? Oder? Ja, ich habe hier, weil ich bin ja Messi-Fan, deswegen habe ich hier, warte. Ein PSG-Trikot. Genau, ein Barcelona-Trikot. Na, wilder Typ. Ist absolut wild. Das, ich verstehe auch immer noch nicht, weil das ist kein richtig offizielles Trikot, aber es ist auch kein gefälschtes Trikot, sondern es ist so ein, es gab es irgendwann mal anscheinend bei Aldi, glaube ich. Ah ja. Weil da. Die aller so echten Trikots bei Aldi. Ja, also das ist halt kein echtes Trikot, so, aber es ist halt einfach in so einem Barcelona-Shirt, halt von Barcelona. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist mein einziger Fußball-Fan-Gegenstand, oha, den ich besitze. Jetzt wirst du von Fanpost mit Fußballartikeln bombardiert. Das wäre sehr schön. wir müssen auch heute nochmal sagen, wir nehmen heute abends auf, beziehungsweise schon fast nachts. Ja, ist eigentlich schon mitten in der Nacht. Also. Premiere hier. Es ist auch sehr, sehr lange nicht mehr vorgekommen. Ist schon fast Schlafenszeit. Ja, ich weiß auch ganz genau, dass ich in der Folge wahrscheinlich unglaublich überbelichtet aussehen werde. Aber ich wollte jetzt mal so diesen Vibe haben. Ich wollte diesen Vibe haben, dass halt alles ein bisschen dunkel ist und ich dann nur so von meinem Licht vorne angestrahlt werde, damit das einfach so diesen Nacht-Vibe hat. Weil wenn ich jetzt dieses große Licht anmachen würde, dann sähe das halt einfach irgendwie so aus, ja, der sitzt jetzt irgendwie abends oder so in seinem Zimmer. Und jetzt ist das so ein bisschen so, wisst ihr, was ich meine? Das ist so boah, es ist Nacht. Nice. Genau. Sehr, sehr wild. Ich muss mich mal eben gucken, ob ich mich Kolja anpassen kann. Ich merke schon heute, die Folge wird. Nee, ich dachte dann so, bei Yannick ist das gleich hier wieder komplett im Schwarzen. Bei dem sieht man gleich gar nichts mehr wieder. Ja, das ist. Wir bekommen einfach unser Licht nicht uniform hin. So, entweder. Also, Tobi ist ja sowieso immer im Lichtgame ziemlich vorne dabei. Ne? Tobi immer alles perfekt ausgeleuchtet und sonst irgendwas. Bei Yannick meistens, keine Ahnung, kommt das Licht irgendwie nur gefühlt von außen. Durch das Fenster. Ja, true. Ja, keine Ahnung. Ich sitze dann hier schon mit meinem Lichtring, der gefühlt auch in der Hälfte der Zeit irgendwie so gar nichts bringt.
Und heute leuchte ich, ich strahle einfach, also mein Gesicht ist einfach so hell. Ist einfach am Strahlen. Shining bright like a diamond. Aber ich frage mich auch, was genau. Yannick jetzt macht. Der geht irgendwie kacken oder was? Wir sind jetzt heute zu zweit. Ja. Ich würde auch gerne jetzt immer, wir haben heute nämlich noch eine Ankündigung für unseren Wir werden den Podcast in Zukunft hier zu zweit weiterführen. Ja, das ist jetzt aber schwierig, wenn Yannick halt weg ist. Ja, das Ding ist ja, wir können ja zu zweit sein, dass wir ohne Yannick in Zukunft weitermachen. So. Da können die Leute sich schon mal dran gewöhnen, Eindruck dafür kriegen. So. Ja, ist, also ich kann ja schon mal revealen, dass es nämlich Änderungen hier an diesem Podcast geben wird. Ja, habe ich ja gerade schon gesagt. Ich habe ja gerade schon alles gesagt. Genau. Wir haben Yannick jetzt rausgeworfen. Also war so ja, ich meine, Yannick ist einfach gegangen, ne? Dann brauchen wir auch nicht viel rauswerfen. Aber wie geht's dir generell so, Tobi? Mir geht's ganz gut. Nee, eigentlich geht's mir ziemlich gut tatsächlich. Ich hätte gerade was im Kopf, was ich jetzt, glaube ich, noch nicht leaken möchte. Aber insgesamt geht's mir sehr gut. Ich bin sehr froh, dass bald der Urlaub ansteht, dass ich meinen Bachelor geschafft habe. Alles gut am Laufen. Und ja, wie gesagt, nächste Woche Urlaub. Bin ich sehr hyped. Heute guten Tag gehabt, gerade auf dem Geburtstag von meinem kleinen Bruder gewesen. War schön. Ich habe gerade versucht, auch mein Trikot hier anzuziehen. Ich dachte, du wolltest irgendwas mit dem Licht machen. Nein. Aber das ist mittlerweile viel zu klein. Ich wollte sagen, hast du das jetzt gekauft, weil du meintest ja, du hast kein Trainingsshirt. Nee, das soll eigentlich angeblich. Gut, das ist XL für Alter 13 bis 15. Das ist nicht ganz so groß. Der Ben passt da bestimmt rein. Ja, kann sein. Ja, aber ich meine, langsam müssen wir uns ja auch dann wieder neue T-Shirts holen, also von Paris Saint-Germain. Ja, muss sein. Wobei, man muss halt sagen, PSG geht hat teilweise anders. Echt so schöne Trikots. Die haben auch teilweise so ja. Air-Jordan-Trikots oder Jordan-Trikots. Ja, trotzdem würde ich die halt nicht unterstützen, weil PSG halt einfach Schmutz ist. Ist schon auf jeden Fall wahr. Wow, aber die sehen schon cool aus teilweise. Ich muss sagen, ja, ich als Traditionsfan von Paris Saint-Germain muss ja sagen, wenn ich den Verein immer unterstütze, egal was kommen oder wolle. Also außer Messi geht halt vielleicht zu einem anderen Verein. Ne, aber oder die gewinnen mal nicht irgendwas. Ja. Okay, ich glaube, wir können jetzt unsere große Ankündigung raushauen. Deswegen alle mal bitte in die Kamera gucken und sehr, sehr interessiert. Ich will dem Yannick das überlassen, weil der Yannick, der wird ja von uns gehen, dann kann er das ruhig selber ankündigen. Genau, Yannick, worum geht's denn hier mit der Ankündigung von unserem Podcast? Ich sehe auch extra seriös aus für die Ankündigung heute. Und zwar haben wir uns dazu entschieden, Trommelwirbel. Anfangend ab heute quasi nur noch alle 2 Wochen eine Folge zu machen. Um zum einen unseren Urlaub überbrücken zu können. Ne? Genau. Nein, das war schon unabhängig. Aber primär davon. Um Themen halt auch länger ansammeln zu können, weil wir halt gemerkt haben, dass in einer Woche jetzt nicht so viel passiert. Wir haben uns Gedanken gemacht. Dann halt immer so eine zusammengesetzt, so eine feine Lösung gefunden. Zellschmutz. Ja. Ja. Deswegen gibt's jetzt quasi weniger Podcast, aber ne, wir müssen dann ja auch gucken, wenn wir nämlich alle 2 Wochen Podcast machen, könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht auch öfters mal ein bisschen länger gehen, also dass wir dann wahrscheinlich nicht immer so im 1-Stunden-Format bleiben, sondern das vielleicht dann auch mal ein bisschen weiter ausreizen. Aber es hat sich auch in letzter Zeit einfach gezeigt, hey, so ist es zeitlich gesehen schwierig. Jeder hat so seinen eigenen Hustle, macht hier was, macht da was so. Und es ist halt immer schwierig, hier so einen Aufnahmetermin zu finden. Ja. Und außerdem haben wir uns halt überlegt, dass wir vielleicht auch mal wieder mehr so qualitativ hochwertigere Folgen machen wollen. Also wo halt mehr Vorbereitungszeit irgendwie mit reinfließt und so. Und es ist halt sehr, sehr schwierig, wenn man dann wieder jede Woche einen Podcast raushasselt. Und wir waren auch generell mit der Qualität teilweise nicht so 100%ig zufrieden. Ja, wir haben ja auch immer gesagt, wenn Corona wieder ein bisschen runtergeht, dann haben wir ganz viel Content. Ja. Ist ja nicht so gut geklappt. Ne? Ich glaube einfach, wir haben einfach dann nicht mehr so viel Zeit. Es ist aber
Ja, also ich weiß nicht, es ist so nebenbei arbeiten noch, dann Uni, dann noch so Podcast, gleichzeitig will man dann irgendwie noch was mit seinen Freunden machen, dann noch Sport. Es ist halt schon sehr, sehr sportlich gesehen. Und halt da immer irgendwie Clips zu schneiden oder so. Ich bin auch in letzter Zeit absolut gar nicht mehr dazu gekommen, irgendwelche Highlights oder so zu schneiden. So ist halt einfach so schwierig. Busy. Ja, genau. Deswegen stellt euch darauf ein, dass nächste Woche kein Podcast kommt und dann quasi erst die Woche da drauf wieder. Wo wir dann aber natürlich auch über unseren sehr, sehr schönen Urlaub sprechen werden und den dann ein bisschen Revue passieren lassen. Das ist das Traurigste an dem Ganzen. Darüber zu reden, wie es passiert ist, also wie das war. Wie es passiert ist. War der Urlaub. Ja. Okay. Ah. Aber wisst ihr, was heute auch noch auf dem Plan steht? Heute haben wir nämlich Folge 69. Lul. Was steht da auf dem Plan? Ich muss jetzt aber, glaube ich, ein paar Zuschauer nochmal abholen, was das jetzt genau bedeutet. Mich auch. Die Erklärung überlasse ich dir jetzt. Also 69 ist ein Code und bezieht sich auf Summer of 69. ist das nicht ein Song oder so? Da muss ich jetzt mal eben nachgucken. Ja, das ist ein Song. Genau, das bezieht sich auf diesen Song und weil dieser Song halt so cool ist und man irgendwo 69 hört oder liest, dann sagt man halt immer nice, weil der Song halt so nice ist. Ja. Mhm. Ja. Und wie wolltest du das jetzt thematisch unterbringen, Koya? Ich wollte das nur mal gesagt haben hier in dem Podcast. Aber apropos nice. Apropos nice, ich war gestern auf einem Geburtstag. Und das war übelst nice. Habe ich Alkohol getrunken und das war ziemlich nice. Nein. Oh mein Gott. Es war echt lustig. So, weil es war der Call war so, so hier anlässlich meines Geburtstags trommel ich jetzt alle meine Freunde irgendwie so ein bisschen in einem so Park zusammen. Und dann hat man sich da halt so hingesetzt. Manche Leute haben so Picknickdecken mitgenommen, saßen dann da halt so, ne, und gab's halt so kleine Grüppchen und so. Und dann habe ich auch Leute mal wieder getroffen, die ich sehr, sehr lang nicht mehr gesehen habe. War schon wirklich sehr, sehr nice. Und es ist eine Sache passiert, mit der ich im Leben nicht gerechnet habe. Ich habe einen anderen Kolja getroffen. Ah. Wie ist das denn passiert? Das kann nicht sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber ich stand da so, ne, hab mich unterhalten. Dann höre ich auf einmal, dass ich so meinen Namen, dass ich gerufen wurde. Ne, und dann war ich so, ja, was ist denn los? Und dann so, ja, Koya, komm mal her, ne? Dann bin ich so gekommen und so, ja, was ist denn los? Und dann so, Koya, dürfen wir dir vorstellen? Kolja. Dann war ich so, nein, das muss ein Prank sein. Ne, und dann das kann nicht sein, dass es noch einen anderen Kolja gibt. Dass der andere Kolja bisher auch noch nie in seinem Leben einen anderen Kolja getroffen hat. Das war richtig, so ein richtiger, so. Ihr seid ja quasi wie geschaffen füreinander. Ja, und dann haben wir uns da so drüber ausgetauscht, so wie es sich so mit diesem Namen lebt. Und haben dann natürlich auch waren dann direkt so, ja, und niemand kann den Namen so richtig aussprechen am Anfang. Ich kann den bis heute nicht aussprechen. Der wird halt auch. Ja, das stimmt, leider. Kolja, wie sprichst du denn Kolja aus? Kolja. Bist du mit meiner Aussprache unzufrieden? Kolja. Bist du mit meiner Aussprache zufrieden? Mach nochmal. Jetzt kann ich es nicht, wenn du. Kolja, bist du mit meiner Aussprache zufrieden? Ja. Nein. Aber ich muss sagen, Tobi, du hast es auch sehr gut drauf. Ich glaube, das liegt aber generell in deiner Familie, mich Koya zu nennen. Ich? Beziehungsweise, nein, ja, du auch so ein bisschen. Aber ich glaube, deine ganze Familie, die kürzen das immer so ein bisschen ab und sagen dann so Koya. Also quasi, wo das L dann so gar nicht mehr. Man muss halt auch irgendwie Tempo reinbringen, ne? Zeit ist Geld. Ja, das ist halt so. Ja,
Das stimmt, das stimmt. Aber es war sehr, sehr interessant, quasi mal so eine andere Perspektive zu bekommen. Weil irgendwie fühlt man sich ja als Kolja ganz allein ist ja schon auf der so Welt. Alleinstellungsmerkmal. Und dann war es halt sehr, sehr interessant, auch mal zu erfahren, was der andere Kolja, was der für Erfahrung gesammelt hat. Und auch, wir haben mal verglichen, was so spitznamentechnisch abgeht. Und was geht bei dem ab? Und ja, er wurde, glaube ich, also war schon relativ ähnlich bei uns, so was für Spitznamen da bei uns. Was heißt denn ähnlich? Ich kann mich gerade nicht mehr ganz erinnern. Ich glaube, also die Sache ist, es hat sich herausgestellt, er kommt auch gar nicht aus Deutschland, sondern aus Belgien. Deswegen ist das auch mit Spitznamen dann nochmal ein bisschen was anderes so. Weil dann auf einmal irgendwie alles französisch wird. Aber es hat sich herausgestellt, dass er Kolle favorisiert als Spitzname. Ist bei dir auch ein geläufiger Spitzname. Ja. Oh, Kolle, Alter, hat gedacht. Also sagen wir es mal so, gehört habe ich den auch schon. Ist jetzt nicht unbedingt so mein Favorite, aber ich habe das noch nie gehört, dass sich jemand so nennt. Kann ich mich drauf anlassen. Ja, ist legit, aber den einzigen Spitznamen, den ich für dich kenne, ist Colo King. Cola. Ah ja, stimmt, ja. Cola, ja. Guck mal, da wird halt das J geskippt, da skippe ich lieber das J. Mach ich lieber Koja. Cool, ja. Na, aber no joke, das ist wirklich, Tobis Familie sind die einzigen Menschen, die das so machen. Okay. Das ist wild. Tja. Ja, das war auf jeden Fall war eine sehr, sehr lustige Erfahrung. Und wie lange hast du heute ausgekatert? Sprechen wir nicht drüber? Ja, perfekt. Kolja ist immer noch nicht drüber hinweg. Ja, also sagen wir es mal so, ich bin dann auch immer hat wieder gegen getrunken. Wenn ich getrunken habe oder generell, ich bin so jemand, der sich viel zu übermotivierten Wecker stellt. Ne? Also ich leg mich dann ins Bett und bin so, ja, so in 3 Stunden. 9 Uhr, easy. Ja, genau so. Um 9 Uhr aufstehen kann ich ja. Und dann weckt mich mein Wecker um 9 Uhr und ich schlag den so halb tot, weil ich bin einfach so verpiss dich, ich schlaf jetzt so. Verpiss dich oder ich mir halt so, boxe ich um. Ja, und dann die Sache ist, weil dann bin ich ja so leicht wach und ich weiß, hey, ich muss ja immer noch aufstehen. So, dann stelle ich mir halt noch einen Wecker, aber der ist dann halt wieder viel zu übermotiviert und ich bin dann so, ja, in 1,5 Stunden alles gut. Dann wache ich in 1,5 Stunden auf und bin so, ey, so, was soll das denn jetzt hier? Und dann stelle ich mir halt noch einen Wecker in 1,5 Stunden und dann schläft man irgendwie gar nicht mehr gut. Ich habe das Gefühl, das kenne ich auch ohne aufgewacht. Alkohol. Ja, da bin ich. Da ist halt noch schlimmer dann, ne? Bin ich sehr, sehr gut drin in dieser Sportart. Einfach Wecker stellen und dann sich denken, wenn man aufwacht, so, ey, warum habe ich mir den Wecker gestellt? Aber ich bin auch aufgewacht und ich habe noch so leicht den Alkohol gespürt und das ist immer kein gutes Zeichen. Ja, dann weißt du schon, you're in for hell of a treat. Also da... Ich sag mal, wenn du nur leicht spürst, ist ja eigentlich okay. So blöd ist, wenn du hart spürst. Ja, am besten ist halt, wenn du aufwachst und den überhaupt nicht mehr spürst. Also mit spüren meint Kolja ja auch wahrscheinlich eher, dass du noch merkst, dass du noch angetrunken bist und dass sie irgendwie schlecht ist oder irgendwas. Deshalb, das ist dann halt schon echt belastend. Ja, das ist wirklich die Königsdisziplin. Am Abend davor gut dabei zu sein und am nächsten Morgen ist einfach alles weg. Dann hast du das ist aber gar nicht. Ja, das ist halt wirklich, da darfst du halt nicht viel trinken. Hast du heute Morgen was gemerkt? Ja, wovon? Von gestern. Ich habe ja nicht viel getrunken gestern. Ich auch nicht. Ich habe nicht viel getrunken gestern, also habe ich auch nichts gemerkt. Tja. Das hast du etwa was gemerkt von deinem einen Bacardi? Ja, aber ich hätte auch also gefühlt mit dem Auto nach Hause fahren können. Ja, wobei es war ja schon mehr als einer, aber ich habe jetzt trotzdem nichts gemerkt. Ich hab's durchgespielt. Maschine. Gut, aber ich war jetzt auch gestern also nicht fast dabei. Sagen wir es mal so, ich habe gestern, glaube ich, irgendwie 2 Liter Bier getrunken. Also das ist für mich gut, ja schon ein entspannter Abend. Schon gut. Dann habe ich aber noch okay, das hört sich so dumm an, wenn ich jetzt sage, so, ey, ich habe noch einen Jägermeister schon. Alter, Da konnte der Kohl sich nicht mehr beherrschen. Ich habe noch einen Jägermeister schon und ich habe noch so eine
Johnny Walker Fertigmische, also so ein... Ach so, ich habe gedacht, eine Flasche. So ein kleines Ding getrunken. Vielleicht habe ich auch mehr Bier getrunken, ich weiß es gerade nicht genau. Aber das waren so ungefähr die Maße. Und ich muss sagen, so After-Corona-Form knallt das schon gut rein. So. Also quasi alles zusammen so auf einen Abend verteilt ist, da ist mein, also nicht, dass ich jetzt mein Limit erreicht hätte oder komplett vollends besoffen war. Nee, reicht nicht, drüber weggeschossen. Ich habe mich auch gar nicht so krass besoffen gefühlt oder so, aber ich habe halt schon gemerkt, so, ja. Du hast ja auch ein Bild von deinem Döner gepostet, ne? Ja, wirklich no joke. Oh, der Döner. Ey, aber ich glaube, Lütter hat geantwortet, der Döner sieht geil aus. Ich fand, der sah richtig räudig aus irgendwie. Der sah so komplett farblos aus. Ja, Bro, ich hab auch... Ja, ich meine, der war wahrscheinlich auch besoffen zu dem Zeitpunkt. Ja, also sagen wir es mal so, ich hab auch... Das war jetzt ästhetisch kein richtig gutes Bild, sondern ich wollte einfach nur mitteilen, ey, das ist wirklich besoffen. Ich wollte mitteilen, yo, ich bin besoffen, Jungs. Ebims. Nein, warte. Ich bin keine 16 mehr, Tobi. So was macht man nicht mehr. Ich wollte nur mitteilen, wie geil es einfach so ist, besoffenen Döner zu essen. Weil ich habe an dem Tag, hatte ich so viel zu tun und so viele verschiedene Sachen und so. Deswegen ich bin gar nicht keine Zeit, um Döner zu essen. Ich bin gar nicht da richtig zugekommen, halt gestern viel zu essen. Daumen hat es wahrscheinlich eher reingekickt. Irgendwas gesnackt. Ja. So, deswegen, ich war halt wirklich so, ich war so hungrig und dann einfach besoffen so ein Döner, ey. Es war so köstlich. Also, ich sag aber mal, so besoffen ist halt alles, was du an Essen kriegst, eigentlich geil. Ja, sogar so eine Fertigsuppe geil. Ja, da kannst du halt vieles verschlemmen und sagen, boah, das schmeckt richtig gut. So Instant-Ramen. Ja, aber wirklich, also wer Knorr erlaubt hat, dass die so Instant-Rahmen verkaufen, wirklich, den sollte man bitte mal vor das internationale Kriegsgericht stellen. Du steckst dir die doch weg. Du supportest das Ganze. Ja, die zwei Ersatz-Knorr-Instant-Rahmen, die ich eigentlich mal wieder zur Party bringen wollte, schon aufgegessen. Die haben den Abend, an dem ich die gekauft habe, nicht guck überlebt. Guck mal, beschwert sich darüber, kauft neue und steckt die direkt wieder weg. Schmeckt scheiße erstmal aus. Ey, das muss man verbieten. Ah, und weg. Cool, er hat zu Hause ein Bier getrunken, dann war er wieder komplett strahlend und hat sich gedacht, jetzt erstmal so eine geile Portion Instant-Rahmen. Ja. Na, also es hat sich so zugetragen, dass ich halt, es war spät abends, so, ich habe noch ein bisschen für die Uni was gemacht, dann hatte ich halt nicht, also ich hätte ja nochmal richtig dann kochen müssen, dann habe ich gedacht, ja, so Instant-Rahmen, so, kann man mal verzehren. Dann, kann man mal eben kochen. Ja, es ist auch nicht nur bei einer Packung geblieben, sondern dann wurde auch direkt die zweite noch geplündert. Ich habe da ja schon Cole davon erzählt, dass ich irgendwann auf Amazon meinem Angebot so einen ganzen Träger von diesen Nissin Cup Nudels bestellt habe, aber von zwei Sorten, also hatte ich zwei dieser Träger. So räudig, ey. Danach konnte ich erstmal diese Instant Nudeln halt für sehr langen Zeitraum wundert mich nicht mehr sehen. Aber okay. Es hat geschmeckt, muss man einfach mal sagen. Mhm. Vor allem dafür, dass es halt so eine schnelle Mahlzeit ist. Habt ihr so Lebensmittel, die ihr oder Gerichte oder so, die ihr früher richtig viel gegessen habt? Und dann so zu viel gegessen habt, also quasi so wie Yannick mit den Instant-Rahmen und jetzt einfach so gar nicht mehr esst. Ich habe so ein Gericht, was ich in den letzten Jahren viel gekocht habe. Also was ich jetzt immer noch esse, so, aber irgendwie momentan nicht mehr so fühle, aber sonst eigentlich nicht. Also Lebensmittel jetzt nicht. Mir fällt da jetzt auch gerade nichts ein, tatsächlich. Wo ich jetzt wüsste. Außer natürlich die Instant-Rahmen. Ich war früher so richtiger Haferkeks und Milchreis-Enthusiast. Also ich habe mir halt immer so bei unserem örtlichen Penny, habe ich mir halt immer so, wenn ich mal einkaufen war, dann habe ich mir wirklich direkt so vier, so ihr kennt ja diese Fertig-Milchreis-Dinger, ne? Also da gibt's ja zum Beispiel von Müller oder so, glaube ich, welche. Und dann habe ich mir halt immer die so richtig schön reingesnackt. Dann immer so, keine Ahnung, zwei Stück auf einmal, genauso wie Haferkekse. Ich hatte mal eine Zeit, habe ich unglaublich viele Haferkekse gegessen. Und mittlerweile, also ich esse auch noch gerne mal so einen Milchreis, ne, oder irgendwie esse mal irgendwo so ein
so ein Haferkeks, aber es ist jetzt nicht so, als würde ich die oft kaufen. Ja, das, ja, ich muss halt sagen, also ich jetzt so Fertigzeugs und so halt eigentlich gar nicht. Von daher habe ich da das Problem nicht, dass ich da jetzt irgendwie zu viel von esse oder so. Flex. Weil ich einfach gar nichts davon esse. Ich hatte mal so eine Phase, wo ich so ganz viel Rinderbouillon getrunken habe. Mit einem Kollegen zusammen. Wo wir das dann auch mal nach dem Saufen und während des Saufens so gemacht haben, weil wir so gemerkt haben, boah, dann geht's uns aber voll gut danach. Dadurch, dass da so Salz und sowas alles drin ist. Das hat echt gut geklappt. Einfach aber das während des Saufens so links ein Bier und rechts ein Rinderbouillon. Geil. Tja, nein, dann halt später, ne? Wenn der Abend schon fortgeschritten war oder sowas. Oder halt am Morgen. So, aber kann ich jetzt auch nicht mehr richtig trinken. Da haben wir auch einen Kollegen, der herausgefunden hat, dass Wurstwasser trinken. Mhm. Ne, warte. Einen Kollegen, Moment, genau. Mal, fasst das nicht auch, nee, Janik? Nee, das war ein Kollege. Mhm. Ne, Wurstwasser ist auch ein unbekannter Kollege. Ja, aber was meinst du jetzt für den? Du hast auch mal herausgefunden, dass Wurstwasser, wenn schmackhaft ist, beim Saufen gar nicht so schlecht ist. Und wenn du genug gesoffen hast, dann ist es gar nicht so schlecht, dann geht's runter. Ja, wenn man danach dann, nur dass man halt danach eventuell göbeln muss. Ja, oder man schiebt halt ein paar Tobi-Fils hinterher, ne? Ja, also. Oh Mann. Erstmal eine ganze Packung Toffifee, let's go. Ey. Ja. Wenn man Hunger hat, ne? Dann ist alles erlaubt. Ja, ey, das stimmt, aber also wirklich, wenn man so getrunken hat und dann einfach immer so der Hunger hittet, ey, da isst man, wird man sich aber auch, glaube ich, selber so die Finger abessen, wenn die gut schmecken würden. Okay. Also, weiß ja nicht. Da vielleicht echt schmecken die auch über gut. Eben. Ja. Hast du noch nie ausprobiert. Musst du dir mal testweise einen Finger abbeißen, ne? Ja, aber hast, also ja, wirklich, hast ja 10 Stück, also von daher. Oder nimmst halt einen C. Kannst du auch machen. Da sind wir wieder bei der Frage, würdest du dann lieber einen C oder einen Finger essen? Natürlich. Eigentlich müssten wir so Kategorien mal wieder einführen. Das war eigentlich geil. So. Ja, immer so Fragen, ne? Ja, aber no joke, ich saß wirklich hinterher so im Zug und ich saß dann da so mit meinem Döner und ich war ne also ich glaube, wenn du mich von außen betrachtet so gefilmt hättest oder dir das angeguckt hättest, hättest du nur so gedacht, ey, der Typ ist einfach komplett fertig. Ich glaube, das kann uns aber 24/7 sagen, wenn man dich von außen betrachtet. Tja, vielleicht. Dafür bräuchte ich meine eigene Reality-Show, um das herauszufinden. Wenn Koller da im Bus sitzt und die Leute so sehen, dass er übel glücklich ist, weil er Bus endlich wieder im Bus sitzen. Oh. Dass mir da so richtig einer abgeht, ne? Okay. Let's go. Janik, was hast du denn diese Woche erlebt? Ja, ich habe richtig viel erlebt. Ich habe tatsächlich gar nicht viel erlebt. Aber das für mich Interessanteste, was ich diese Woche erlebt habe und das Abwechslungsreichste war, dass ich das erste Mal mit euch Fußball spielen gegangen bin. Klaps. Stimmt, da war ja was. Na? Stark. Das hat schon Bock gemacht. Da habe ich auch in Zukunft ordentlich Bock drauf. Sehr gut, so wollen wir das hören. Deshalb habe ich ja erstmal reingestellt. Ja, ich habe heute schon anprobiert. Also die Schuhe passen. Top. Sehr gut. Hast du jetzt Fußballschuhe bestellt? Ja, ich bin auch schon ein bisschen damit rumgelaufen und ich muss sagen, so mit Stollen finde ich gar nicht mal so unangenehm. Also, ja, morgen Fußball spielen, ne? Ja, leider morgen keine Zeit. Morgen keine Zeit, tatsächlich. Ich bin vom Arzt krankgeschrieben. Ich habe mir ja auch mal, weil sie günstig waren, hier Torwarthandschuhe bestellt. Und ich muss sagen, die sind wirklich ultra komfortabel. Also die sind, ob ich schon mal je so sitzt, angenehme Handschuhe hatte. Janik sitzt nur noch mit Handschuhen am PC und tippt da. Na gut. Timmy war gefühlt 3 Tasten gleichzeitig oder so. Also war das jetzt ironisch oder nicht ironisch? Nee, die sind übel angenehm. Ja, sehr gut. Also, krass. Die passen gut und die sind übel angenehm. Ey, also ich muss wirklich mal hier sagen, so das wöchentliche Fußballspielen, das ist wirklich so, so nice. Es macht wirklich Ich kann halt immer 1,5 Tage danach nicht laufen, aber sonst ist gut. Ja, das habe ich habe heute auch immer noch Muskelkater, also von daher. Ja, das erste Mal ist immer brutal. Ja, aber ich hoffe, das legt sich dann so. Brody. Aber ich sehe mich da auf jeden Fall. Na, top.
Ich kann es kaum erwarten, dass der nächste Donnerstag kommt. Und da fällt auch das 2-1 für Dresden in dem Moment. Wie lief es eigentlich mit deinen Klausuren hier? Ja, bei mir? Ja, gut. Dann bin ich ja erstmal durch. Das hast du schon eine Benotung erhalten? Bisher nur eine. Und? 2,7. Kann ich jetzt einfach nur sagen, ist eine übelst stabile Note. habe ich eben gesagt, dass ich 2,7 in der Bachelorarbeit habe? Nee, ne? Ich habe eine 2,7 in der Bachelorarbeit. Nee, du hast nur gesagt, dass du schätzungsweise insgesamt bist. Ja. Aber mehr nicht. Ja, deshalb, die 2,7 kannst du nicht flamen, nee. Tobi. Sonst hätte ich es immer machen können, aber jetzt stimmt. Nicht mehr. Tobi hat keinen Flame-Pass. der darf das nicht. Nö. Und wer ist das nochmal bei James Bond? James Bond hat doch die Erlaubnis zum Töten? Lizenz zum Töten. Ja. Genau, die Lizenz zum Töten. Tobi hat heute keine Lizenz zum Flame. Nee. Die wurde dem Tobi entzogen. Boah. Guck mal, Tobi versteckt ich auch gerade seinem Hut hier, seine Glatze. Ich habe ja am Anfang der Folge gesagt, dass ich nicht weiß, was ich für einen Durchschnitt habe. Ich weiß es doch. Und, überraschend gut, ich habe einen 2-0er-Durchschnitt. Ist natürlich ärgerlich, weil ich eine 1 vom Komma haben wollte, war jetzt knapp, aber ja. Wie viel zählt bei dir die Bachelorarbeit mit? Also wir kriegen ja pro Semester eigentlich 30 Credits und das waren jetzt 12 Credits, also so, ja. Kann man sich ausrechnen, knapp die Hälfte vom Semester. Ich glaube, das ist bei uns irgendwie auch ähnlich. Ja, natürlich. 2-0. Kann man mitleben. Ja, ne? Kann man nur gratulieren. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Muchos gracias. Gracias. Also wirklich, wenn ich mir Tobi angucke, ich kann mir nicht vorstellen, dass Tobi gerade irgendwie nüchtern ist. ich glaube, Tobi hat wirklich vor dem Podcast hier anlässlich des Geburtstags hat Tobi, glaube ich, auch gerade den ein oder anderen Sekt getrunken. Ich habe gar nichts gemacht. Ordentlich getankt. Nee, ich bin tatsächlich komplett nüchtern. Bin einfach gut gelaunt. Wie du da mit deinem Hut sitzt, ey. Ja. Unglaublich. Ja. Nicole, du musst uns noch was berichten. Du bist uns noch was schuldig. Was weißt denn? Du nicht, etwa? Picknick. Let's go. Willkommen zu unserem Werbesegment hier. Diese Folge ist leider nicht unterstützt von Picknick, unserem Werbepartner für diese Episode. Ja, es war so spontan. Weil ich habe ab und zu, ne, ich habe ja vor, ich weiß nicht, ich glaube 2 oder 3 Monaten sogar, haben wir über Picknick gesprochen. Also das liegt schon gut, weiß ich nicht, 10 Folgen oder so zurück. Und da habe ich mich dann ja mal angemeldet, war ja dann in einer Warteschlange und habe dann da schön Wartespaßgeschenke abgesahnt, weil ich halt so lange warten musste, bis die mich freigeschaltet haben. Und was hast du denn alles abgesahnt? Ich habe ein Brot abgesahnt, also so wirklich so ein ganzes Brotleib. Also, keine Ahnung, war, glaube ich, 750 Stabil. Gramm oder so. Hat auch vorzüglich gemundet, dieses Brot. Dann habe ich auch noch eine Biomilch dazu bekommen. Eine Prinzenrolle. Was habe ich noch bekommen? Bananen. Ich habe das ganzen. Bananen immer gut. Eine Bananen. Sagt man Staude, Jan? Ja. Bananenstaude. Wobei Staude ist, glaube ich, sehr groß, bekommen. Aber. Ja, so ein paar Bananen halt, ne? Ich habe noch irgendwas bekommen. Ich weiß aber gerade gar nicht mehr, was. War ein bunter Mix auf jeden ungefähr, Fall. Ungefähr das. Es kam aber sehr, 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 sehr überraschend, weil ich hatte noch die Tage geguckt. Da war ich irgendwo auf Position, weiß ich nicht, 600 oder so von der Warteschlange. Und dann bin ich am Dienstag, glaube ich, von der Arbeit nach Hause gefahren und bekommen eine E-Mail und dann, ja, von wegen, ja, du wurdest freigeschaltet für Picknick. Und dann habe ich natürlich auch direkt erstmal geguckt, was die da so für ein Angebot haben und wie viel das überhaupt kostet, weil das kann man ja gar nicht einsehen, wenn man nicht da quasi so drin ist in deren System.
Muss ja erstmal drin im Game sein. Ja, und dann habe ich natürlich erstmal alles verglichen und ich muss sagen, von den Preisen her, perfekt, mir fällt auch gerade ein, dass ich das nochmal mit Flink. Hier mit wie heißt nochmal der Getränke? Ach so, nee, das ist Flaschenpost. Ja, genau, ich wollte es ja mit Flaschenpost vergleichen. Da habe ich auch komplett im Eifer des Gefechtes wieder gut vorbereitet, vergessen. Ne? Ich bin enttäuscht. Aber die Preise, also die Preise sind so ein bisschen bei manchen, also die haben, ich weiß gar nicht, ob die mit Edeka irgendwie zusammenarbeiten oder ob das Edeka einfach gehört, aber die haben halt sehr, sehr viele günstige Produkte, die ja, glaube ich, von für Edeka irgendwie sowas sind. Und also auf manchen Produkten stand halt auch wirklich drauf, so ja, dass die für Edeka halt hergestellt werden oder hergestellt wurden. Das fand ich sehr merkwürdig. Also manche Produkte, so Basic-Sachen, bezahlt man jetzt halt nicht viel dafür, ne? Das ist wirklich einfach so, weiß ich nicht, all die Man Preise. Hat auch keine Liefergebühr, ne? Nein. Mhm. Und bei anderen Sachen bezahlt man halt mehr. Also das ist teilweise schon so Rewe-Preise oder teilweise sogar noch ein bisschen mehr, glaube ich. Aber das sind dann halt auch so wirklich spezielle Sachen. Und das Angebot, ich war auch erstaunt, als ich dann herausgefunden habe, auch nachdem ich bestellt habe, irgendwann, dass das Angebot viel, viel größer ist. Ja, also es war aber sehr, 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 sehr cool, das mal auszuprobieren. Und dann bestellt man halt so, muss halt, glaube ich, 35 Euro oder so Mindestbestellwert erreichen. Und dann kannst du halt auswählen, an welchem Tag das geliefert werden soll, dein Einkauf. Bezahlen muss man erst, nachdem man das bekommen hat, und es läuft über Bankeinzug, was auch sehr, sehr praktisch ist. Und dann kam, also ich habe das dann für Mittwoch bestellt. Die haben auch, weil die, also das ist halt nicht so, wie wenn du ein Paket oder so bestellst, dass dann quasi da so ein Auto einmal durch die ganze Stadt fährt und dann von links nach rechts und oben nach unten so fährt, sondern die fahren halt einmal so eine Route ab und liefern dann halt an jede Person, die auf der Route da liegt. Deswegen haben die nicht so, also man kann jetzt nicht so komplett spontan mit den Zeiten sein, sondern die geben einem dann irgendwie für jeden Tag so ein, zwei Zeiträume vor. Und dann ist er halt so, ja, möchtest du jetzt irgendwie Mittwoch von 17 bis 18 Uhr oder Donnerstag von, keine Ahnung, 19 bis 20 Uhr oder so, den Sachen bekommen. Ja, und dann am Mittwochnachmittag kam dann da dieser kleine Wagen angefahren und ich habe dann halt meine ganzen Sachen bekommen. Was mit der Übergabe zufrieden? Ja. Weil er geht also jetzt nicht mehr einkaufen. Nochmal. Nein, so ist es auf jeden Fall nicht. Aber es war halt irgendwie sehr, sehr cool, einfach so Sachen so nach Hause geliefert zu bekommen. Was ich nur ein bisschen schade finde, ist, dass die halt einem das alles so in Tüten geben. Und weil das halt auch in diesen Wagen lieber alles in der Hand, Fächern drin ist. Ich habe auch, glaube ich, irgendwie zwei so Butter-Gemüse-Mischung gekauft. Weil mein so Vater eingefroren oder was? So TK-Ware? Ja, genau. Weil mein Vater isst die sehr, sehr gerne. Und habe ich halt, hab halt generell irgendwie für alle so ein bisschen was mitbestellt. Und die kamen dann halt quasi so, ne, zwei so kleine Boxen, die kamen dann halt extra in so einer Plastiktüte. Weil die halt aus einem bestimmten Fach kamen und die ja, ne, tiefgefroren sind und dann halt nicht andere Sachen so feucht machen sollen. Aber ich fand's ganz cool, weil der gekommen ist, dieser Fahrrad, der hat mir dann halt auch so ein bisschen erklärt und hat dann gefragt, ob ich irgendwelche Fragen oder so hab. Und diese Plastiktüten, die einem geben, nehmen die dann, also die kannst du beim nächsten Mal, wenn die kommen, kannst du denen die halt einfach wieder mitgeben und die recyceln die dann zum Beispiel. Und du kannst denen halt auch Pfand geben, was dann auf deinen Einkauf angerechnet wird. Das ist natürlich, also die übernehmen halt wirklich so vollen Rundum-Service. Also das war eine gute Customer Experience. Ja. Sehr schön. Das heißt, wenn du jetzt mal zu faul bist, einzukaufen oder so, oder du keine Zeit mehr dazu hast, selber einkaufen zu gehen, dann würdest du das auf jeden Fall in Betracht ziehen, dich davon wirklich regelmäßig beliefern zu lassen. Ja, aber also die Sache ist, meistens stellt man ja dann erst relativ spontan fest, dass man keine Zeit hat. Also ich meine, du weißt natürlich so, ja, morgen wird irgendwie ein stressiger Tag oder so, ich habe viel zu tun. Ja gut, aber ne, meistens ist das dann ja quasi, sieht man dann erst spontan, dass es dann vielleicht doch nicht richtig klappt. So, mit und dann kommen wir dann auch zum nächsten Step. Als nächstes wird erstmal Flink getestet, Koya. Ja. Wir haben gestern recherchiert, bei Koya liefert auch Flink.
Flink ist ja großer Gorillas-Konkurrent. Die liefern, glaube ich, auch innerhalb von 15 Minuten. Ja, ich glaube sogar 10. 10 ist überhart, 10. oder? Ja, also ich habe ja aber da will ich auch einen Erfahrungsbericht hören. Spätestens in 4 Wochen. Ja. Nee, ich habe da ja mal irgendeine Adresse in Oberhausen probiert und da stand dann auch irgendwie 13 Minuten oder so braucht an dieser Adresse die Lieferung. Also schon krass. Auch. Ja, cool, ja, ne? 10 Minuten. 13 Minuten hast du da. Ja, also guck mal, das. Also, ich glaube, Picknick versucht halt wirklich so dieses. Das so weekly einkaufsmäßig zu übernehmen. Also, dass die halt so sagen, hey, ne, du kannst halt quasi immer bei uns so quasi so deinen Wocheneinkauf machen. So, dann musst du das halt nicht machen, ne, da sparst du Zeit. Und dann, wir nehmen halt auch Fun mit und sowas. Und wir können dir halt alles liefern. Und ich glaube, Flink ist auch mehr so auf der Seite, dass die halt so sagen, ey, wenn du spontan, weiß ich nicht, Freitagabend irgendwas brauchst, und du hast halt so gar keine Zeit, oder du möchtest halt ganz schnell irgendwas haben, so, dann callst du halt uns, ja, ne, bestellst bei uns was, und dann kommt das halt so richtig schnell. Das ist ja eigentlich das, was du eben meintest. So von wegen Spontanität, nach der Arbeit oder so. Ja. Ja, oder einfach, guck mal, imagine, schon. Du bist gerade so auf dem Nachhauseweg, sitzt gerade noch schön im Bus, genießt das Leben im Bus und dann weißt du, yo, ich steige jetzt gleich aus, ich bestelle mir jetzt mal kurz Flink und dann ist einfach gleichzeitig mit dir zu Hause und hast direkt alles da, ohne Zeitaufwand zu haben. Ich habe auch festgestellt, dass die halt mit so Fahrrädern, also dass die so Fahrradboden haben. Da war ich auch, ja, da war ich ziemlich erstaunt. Ey, das ist halt günstiger, ne? Ist wahrscheinlich schwer zu finanzieren, oder? Jo, die werden das sehen mit 10 Minuten. Ja, also im Vergleich, wenn man jetzt mit dem Auto liefern würde. Stimmt, jetzt wo ich mir gerade so ein Bild angeguckt habe. So, vor allem bist du halt mit dem Fahrrad bist du halt auch flexibler. Ja. So, da ist halt kein Stau so wirklich. Jetzt, wo ich mir gerade ein Bild angeguckt habe, ich war ja letztens auch mal in Heidelberg und da hat Gorillas geliefert und die waren auch mit dem Fahrrad unterwegs. Ich glaube aber auch gerade in Großstädten ist das halt auch einfach, teilweise auch einfach schneller als beim Auto. Tobi, da hättest du halt wirklich in Heidelberg Chance nutzen müssen. Hättest du einfach sogar beides ausprobieren einfach können. Einfach, ich lass kurz ins Hotel bestellen, chillig. Ja, ist doch, hä? Ja. So, aber ich, guck mal, die Sache ist auch, glaube ich, ich habe das Gefühl, weil die halt eben mit Fahrrad unterwegs sind, ist es dann nicht so, dass du halt so einen riesigen Einkauf bei dem vielleicht machen kannst. Ja, aber die kommen auch mit 2 Fahrern, wenn du 4 bestellst. Also zumindest bei Gorillas. Also da ist alles offen. Jetzt for real? Ja, ja. Ja, gut, aber das ist ja geil. Ja, ja, aber trotzdem, ich glaube, wie er auch schon sagte, das sind so 2 verschiedene Anwendungsfälle. Also das, wenn du bei Gorillas wirklich nur so spontan machst oder bei Flink, ich glaube, die haben ja auch ein geringeres Angebot. In den meisten Fällen auch immer nur so. Ja. Ich weiß nicht, wie es preistechnisch ist, aber ich glaube, also so Gorillas und Flink haben wahrscheinlich auch auf jeden Fall ein geringeres Angebot. Wobei du, glaube ich, auch schon vieles so auch kriegst, da. Wenn du jetzt nicht immer eine bestimmte Marke haben willst oder so. Aber da warten wir jetzt auf den Erfahrungsbericht von Koya dann. Es zeigt sich ja auch in der Werbung alleine, was quasi für also was jetzt für was sein soll. Weil die Werbung von Flink ist ja quasi, da zeigen dann erstmal so, ja, von wegen, was du haben möchtest. Und dann sind da irgendwie, keine Ahnung, Süßigkeiten, Kondome und noch irgendwas. So, und bei, ich glaube, Picknick, die sind also, ey, du kannst bei uns Äpfel kaufen, ey, du kannst bei uns Backwaren kaufen und sowas, ne? Ist ja. Komplett unterschiedlich. Ach ja, und was ich noch echt cool finde, ist, also ich habe auch so ein kleines Buch bekommen zu meiner ersten Bestellung von Picknick, wo halt nochmal so ein bisschen erklärt wird, so wie das alles funktioniert und so. Zum einen sind die Wagen von denen elektrisch. Hm. Diese kleinen Flitzer. Ich gehe nochmal um. Das finde ich ganz cool. Und zum anderen, die beziehen Produkte halt auch immer so lokal. Also das heißt, das Brot oder so, das kommt halt von so einem lokalen Bäcker. Also wahrscheinlich halt so Backgroßhandel oder sowas. Wie war denn das Brot? War das wirklich so Bäckerqualität oder so Penny Selbstbedienungsregalqualität? So Aufbackqualität halt. Ich hab so lange, glaube ich, nicht mehr bei einem Bäcker jetzt so richtig Brot gekauft. Weil es sind überdurchschnittlich. Nö. Ja, also es war jetzt nicht halt so. Ich würde sagen, es war schon ein kleines Stückchen besser, als wenn du jetzt im Aldi halt so ein
Brot einfach aus dem Regal nimmst. Man hat halt auch gemerkt, dass es relativ frisch ist. Also die Sache ist, wenn du halt Sachen bestellst für den nächsten Tag, also du kannst halt bis 22 Uhr immer für den nächsten Tag bestellen, die gehen dann halt hin und kaufen dann die Sachen. Und die, also weißt du so, das ist halt nicht, dass die da jetzt so ein riesiges Lager haben oder ja, wir haben hier noch 50.000 Brote, so, die müssen wir in den nächsten Tagen, keine Ahnung, verbrauchen, sondern die gehen dann halt zu dem Backgroßhandel und kaufen dann halt für dich Brot ein. So. Wir machen dann Backe-Backe-Kuchen. Genau. Nee, okay. Aber du bist zufrieden. Ja, ich bin wie ich, also ich bin auf Link gespannt. Musst du für uns testen. Musst du ein Video mit Tobi drüber machen. Ja, wenn wir in den Genuss nicht kommen. Ja, ich, also no joke, das mache ich vielleicht mal irgendwann, wenn ich wirklich... ja, ey, in vier Wochen musst du berichten, über nächste Folge. Ich bin jetzt noch nicht so ganz halt, hey, Junge, muss ich sagen. Ey, also das würde ich doch als erstes auschecken, das ist doch übelst geil eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie da so die Lieferzeiten sind, also ob die jetzt auch so mitten in der Nacht liefern gefühlt oder... Also sagen wir es mal so, ich habe gestern, glaube ich, um 20 Uhr noch einen Fahrer von denen gesehen. Deswegen weiß ich auch, dass das nur so ja, ich meine, hier auf der Webseite stellen die auch direkt hier so ein Eis aus, so Chips, ein Wasser, ein Bier. Also ist dann ja, halt ja, schon ja, so ja, eher diese... Das ist so Feierabend, kein Bock mehr, ja, jetzt irgendwo hinzugehen oder so. Wobei die schreiben, die haben eine riesige Auswahl. Ja, dann installiere ich halt die App von denen. Ja, mach eben. Ja, wirklich. Gönn dir. Ich will also wissen, wie das ist. Seht mich dann gleich. Wir müssen ja die Erfahrung schon haben, wenn das bei uns auch verfügbar ist. In 15 Jahren dann. Ja, ich hoffe mal, dass wir das gleiche Liefergebiet haben, Tobi. Ja. Dass es bei uns beiden dann gleichzeitig ist, weil sonst bin ich mad, wenn du das zuerst bekommst. Nee, also wenn, dann kommst du das zuerst. Ich frage mich halt wirklich, das finde ich gerade nicht, in welchen Zeitfenstern die so liefern. Okay. Tja, das Flink kann, liefert für 1,80 Euro. Flink, glaube ich, von 8. Ich glaube, Flink liefert von 8 bis 0 Uhr. Aber Flink liefert 1,80 Euro pro E-Bike. Also, wenn du da ein bisschen mehr bestellst, dann musst du auch doppelt zahlen. Wie viel bezahlt? 1,80 Euro pro E-Bike. Also pro sind Fahrer. Das jetzt einfach nur die, das sind quasi die Liefergebühren? Genau, ja. Krass. Frisch und fertig? Hä, aber krass. Die haben hier sogar eigentlich genau den Fall, den ich eben meinte, beschrieben, wenn du so auf dem Heimweg bist und dann kein Bock mehr hast. Mensch, ey, das... Digga, man könnte meinen, ich arbeite für die. Das ist ja ein Edge-Case, wirklich. Ja. Aber... Als Fahrer. Krass. Also no joke, das ist halt aber wirklich so zwei verschiedene Anwendungssachen. Ich bin gerade ein bisschen davon Ey, aber cool, ich glaube, du müsstest sogar jetzt nice gleich Sachen noch bestellen können, weil die hier steht auf jeden Fall, nach 22 Uhr samstags liefern die immer noch. Ja, wie gesagt, also ich meine, dass Flink von 8 bis 0 Uhr liefert, theoretisch. Krass. Jo. So, das wurde mir zumindest der Flink-App angezeigt. Montag bis Donnerstag 8 bis 23 Uhr und freitags bis Samstag 8 bis 9. Ey, schon cool. Ey, ich find's aber krass. Du musst dich halt nicht mal irgendwie einloggen, sondern ich habe jetzt hier meinen. Hast du schon bestellt? Nee, hier steht aber auch 13 Minuten. Voll, er hat schon ein paar Instant-Ramen bestellt. Weil Kolle hat gleich Hunger. Ja, ich meine, wenn du so Hunger hast, Kolle, dann ist das halt schneller als Lieferando, ne? Wenn du dir so da irgendwie so Fertigsachen holst oder sowas. Hier Maki also. 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei Röstzwiebeln. Jum, ja, 50 Cent, let's go. Ja, da was Mindestbestellwert aber? Da musst du, glaube ich, Tobi. Hast du da irgendwelche Infos? Habe ich, glaube ich, nichts zu gelesen. Ich recherchiere. 1 Euro. Bitburger Premium. Mindestbestellwert ist 1 Euro. 1 Euro Mindestbestell. Ja. Ach du Scheiße. Ja, bestell der Kollege erstmal für 3 Euro. Ja, ey, gut, aber Liefergebühr ist halt 1,80 Euro. Muss man dann überlegen. Also die Liefergebühr ist halt frech.
Ja, ich meine, 1,80 Euro kannst du ja auch nicht beschweren, ne? Aber, ey, wenn die in 13 Minuten kommen mit deinen Sachen, von 1,80 Euro. Das ist halt schon wild. Let's go. Können wir bestellen mal jetzt und dann am Ende vom Podcast? Okay, wird knapp, aber. Ja, einfach wirklich ein Euro. Nein, und dann beenden wir den Podcast in dem Moment, wo der Fahrer klingelt. Da haben wir ja schon wieder Überlänge, das finde ich nicht gut. Dieser Podcast endet, wenn der erflingt. Boah, sehr starkes Video. Müssen wir für die nächste Folge machen. Ja. Krass. Ja, wild. Ich bin ja auch knapp angebunden. So ein knapper Typ. Ey, ich finde es aber, ich finde diesen Infrastrukturunterschied finde ich interessant. Also, dass du dich bei Flink nicht anmelden musst und so. Und bei Picknick ist auch echt umständlich irgendwie, ne? Ja, bei Picknick, ey, wenn Picknick halt aber auch darauf ausgelegt ist, so regelmäßig einzukaufen, dann willst du ja auch eher so ein Kundenkonto haben, wo du quasi deine vergangenen Bestellungen einsehen kannst und auch einrichten kannst, wann du was bekommst. Und bei Flink, wenn du halt wirklich so sagst, du willst jetzt das und das haben, dann ist es halt so ein bisschen zwangloser. Ja. Die schicken dir halt auch immer dann so den bei Picknick den Einkaufsbon quasi. Nochmal dann extra per E-Mail so. Und dann bekommst du in der App auch nochmal so eine Anzeige, wo du dir genau angucken kannst, was du bestellt hast und so. Gute alte Bonpflicht. Ey, imagine, du bestellst so bei Flink und dann so, ja, wollen sie noch den Bon dazu haben? Ja. Haben sie Payback-Karte vielleicht noch? Deutschland-Card oder wie heißt? Nee, nicht der. So oder heißt sie so? Habt ihr eine Payback-Karte? Nee. Sammelt ihr Payback-Karte? Ich hab echt mal überlegt. Ne, ich weil hab du tatsächlich halt eine Payback-Karte, aber... Also ich habe auch eine Payback-Browser-Extension, wo ich halt auf gewissen Seiten halt Payback-Punkte sammle. So, als irgendwann mal, als ich mir die Payback-Karte geholt habe, habe ich mir diese Extension installiert. So, aber ich glaube tatsächlich habe ich irgendwie bisher nur bei Lieferando Payback-Punkte gesammelt oder so. Weil, geil, aber manchmal, aber ganz wild ist bei dieser Extension auch, wenn man so zum Beispiel auf Amazon geht oder so, oder nee, auf Netflix. Wenn man auf Netflix geht, dann sagt diese Extension dir so, du kannst auf Netflix keine Payback-Punkte sammeln, geh doch zu Maxdome. So, da kannst du Payback-Punkte sammeln. Stark, ey. Will ich direkt ins Dänen installieren. Chillig. Übel geile Alternative. Ey, kann das sein, dass Maxdome auch nur so ein deutsches Ding ist? Ist glaube ich deutsch, gibt's das überhaupt noch? Ist das nicht sogar Teil von der ProSieben Group? Join GmbH, ja, also. Join ist ja, glaube ich, Teil davon. Ja, aber... Ah, wo von Karte hier gerade rede. Hier, die Tage müsste ja meine Holzkarte ankommen. Da bin ich übel hype drauf. Meine Holzbankkarte. Ey, ich schwöre, also wirklich, Yannick sammelt Bank- und Kreditkarten, als wäre das irgendwie so ein Ne, das stimmt aber nicht so, weil. Aber Yannick ist uns einiges voraus. Yannick kompensiert jetzt seinen jährlichen CO2-Ausstoß. Ja, beziehungsweise monatlich. Genau. Kompensiert monatlich seinen jährlichen CO2-Ausstoß. Nein. Warte, was? Ja, ich bezahle quasi ja für mein Konto Geld und von diesem Geld wird dann halt der Durchschnitts CO2-Verbrauch eines deutschen Bürgers 11,5 Tonnen, glaube ich. 11,5 Tonnen CO2 monatlich ausgeglichen. Also warte, nee, 11,3 pro Jahr. 11,3 Tonnen CO2. Du produzierst quasi dann einfach Ja, ich glaube, das wird durch Bäume ausgeglichen. Ja, durch so Klimaprojekte wird das halt, da kannst du auch auf der Seite von denen nachgucken und dadurch, durch das Pflanzen von Bäumen und Unterstützen von anderen Projekten wird halt quasi das, was du normalerweise, so also im Durchschnitt als Deutscher verbrauchst, also produzierst an CO2 halt ausgeglichen. Aber so, dass man halt neutral lebt. Was du im Jahr ausstößt, wird monatlich kompensiert. Nein, es wird schon das kompensiert. Ah. Ja. Ich habe schon gedacht, der Yannick hat quasi für 11 Leute den. Ich hätte dich einladen müssen. Dann hätten wir doppelt reduziert. Ja, nee, aber der Nebeneffekt davon ist halt, dass man eine hölzerne Karte kriegt. Und ich habe ja auch dafür ein anderes Konto aufgelöst. Welches hast du denn aufgelöst? In einer Bank, wo ich jetzt weg.
ING. Ja, Schmutz. Hab ich aufgelöst. So, deshalb dann bin ich jetzt trotzdem immer nur noch bei 2 Banken. Und das finde ich ist ja auch irgendwo noch legitim. Hm. Bei 2 Banken zu sein. Ich bin ja jetzt auch bei 4 gerade. Weil ich in Zukunft ja, auch noch. Guck mal, Kolja, da musst du eher Tobi flamen und nicht mich. Ja, die. Ich habe doch nicht gesagt, das war kein Flame, sondern. Der Sparkasse, sage ich mal. Das war eine negative Feststellung, dass du zu viele Bankkarten hast. Ja, die Krombacher Kreditkarte ist ja nicht mal aktiv. Die ist ja nur für Flex. Die habe ich mir nur als Souvenir geholt. Ja. Ja. Die funktioniert ja nicht mal. Das ist ja nur ein Ausstellungsstück. Imagine, du bist einfach so ein Räuber und willst Yannick ausrauben und dann stehst du da so vor seinem. Welche von den 10 Kreditkarten nehme ich? Nachttisch oder so. Ja, ja, und dann bist du halt wirklich so, ja, nehme ich jetzt alle mit oder nehme ich jetzt nur eine und welche dann? Ja, musst du sich nur den Podcast anhören, weiß er, welche er mitnehmen muss. Ja, der hat Schlüsselzeit, ne? Ja. Das denkt sich auch der Dieb. Ja, bestimmt hat der Yannick jetzt hier einfach so einen Podcast. Der regelmäßig über seine Kreditkarten einfach mal kurz den Namen googeln und dann. Das ist hier die Abo-Falle von uns. Weil, wir legen dann ja alle unsere persönlichen Daten und dann. Durch 69 Folgen durchhören. So läuft das. Da wir in Zukunft auch Geld nehmen, ne, damit uns dann auch keiner mehr hört. Ach ja, stimmt. Wir machen jetzt übrigens dann noch alle 2 Wochen, aber dafür kostet jede Folge 10 Euro. Natürlich. Also auf Fansly. Insgesamt 10 Euro, ne? Auf der neuen OnlyFans-Alternative. Könnt ihr uns abonnieren und dann. Ja, das ist auch so wild, dass OnlyFans jetzt einfach quasi die ganze Pornografie-Sektion rauswirft. Und bisher, ja, glaube ich, nicht. Schaffen die sich halt auch selber wieder ab. Ja, nein, nur so ganz harten Stuff, glaube ich, aber. Nur das, was er supportet hat. Generell ja. Nehmen die, glaube ich, alle pornografischen Inhalte raus. Aber du darfst halt quasi noch so Nudes verkaufen, I guess. Wo das halt nicht unter Pornografie für dich fällt. Spannende Nummer. Ich meine, die müssen sich ja im Endeffekt daran halten, was Mastercard und Visa sagen, ne? Ja, so deren Zahlungspartner halt. Aber gut, trotzdem. Damit machen die sich halt so obsolet, mehr oder weniger, ne? Viel werden die dann nicht mehr verdienen. Gibt natürlich schon, wie wir ja auch schon mal besprochen hatten, einige Leute, die das quasi anders nutzen, aber das ist ja wohl nicht deren Haupteinkunft. Nein. Also die werden Umsatzeinbuße noch und nöcher haben. Obwohl, ich glaube eigentlich, der größte Teil auf OnlyFans ist aber auch nicht pornografisch, quasi nach deren Definition, sondern zum Beispiel zählt ja auch nicht dazu. So, und über solche Leute nehmen die halt Aktfotografie. Genau. Das ist alles für die Kunst. Deswegen, vielleicht schaffen die sich auch nicht richtig selber ab, aber ich finde es halt irgendwie total dumm. Vielleicht der Köln gar nicht. Ja, das sind doch schöne traurige Worte. Ich habe aber auch irgendwo gelesen, dass die, dass das auch was mit Investoren zu tun hat, also und nicht nur mit Visa und Mastercard und sowas. Und dass die halt irgendwie Probleme haben, Investoren zu finden. Aber da frage ich mich, ey, ich würde doch halt auch also wenn man mich fragen will, so, ey, willst du da so rein investieren, weil ich auch so direkt OnlyFans. Kannst du dir mal sagen, du würdest da dem ein bisschen Zuschuss geben. Genau. Dann kriegen die 100 Euro im Monat und können sich wieder über Wasser halten. Ja. Könnte sich rentieren. Ja. Spannend. Wollen wir heute eigentlich mal wirklich unter einer Stunde bleiben? Da muss ich aber jetzt mal. Ja, dann haben wir jetzt gerade eben noch die Chance. Cool, ja, dann hau mal raus. Mach mal Eminem. Vielen Dank fürs Zuhören von unserer 69. Folge von von Diagnose Hype hier. Falls ihr auf YouTube das hier gerade alles guckt, dann gebt doch mal einen Daumen nach oben, lasst einen Kommentar da, was ihr von OnlyFans haltet, was ihr von Tobis Kopfschmuck haltet. Ansonsten folgt uns auf allen sozialen Medien, überall, wo wir verfügbar sind, einfach in der Infobox nachschauen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in 2 Wochen wieder mit der Urlaubs-Recap-Folge. Folge 70. Bis dann, gehabt euch gut. Euer Herr Newstime. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.